Man bringe mir einen Humpen Met, du nutzloser Wicht. Jetzt sofort, Sir, es ist doch erst Mittag. Aber wenn Sie es so wünschen, Sie sind schließlich unser Feldherr. Stimmt, du hast recht. Wirklich? Nein, natürlich nicht, du dämliches, dummes Drecksbalg. Was denkst du dir denn? Los, bring mir mein Met. Sir, es tut mir leid, das wusste ich nicht. Was ist das für ein Bauerngesöff? Unsere Vorräte gehen aus. Und dieser Saul, Sie wissen doch, Sie müssen da unbedingt was unternehmen. Beiseite. Ihr Knechte Saul, kommt und hört mich an. Ich, Goliath, bin der Beste der Philister. Und nun schickt euren besten Mann zu mir. Und wir regeln das Mann gegen Mann. Eins gegen eins, Sieg oder Niederlage, Schmach oder Ehre. O ihr Knechte Sauls, nun kommet und sterbt durch meine Hand, die Hand Goliaths. Junge, nein, 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 du machst das ganz falsch. So habe ich dich ja nicht gelernt. Ich zieh dir gleich die Hammelbeine lang, Junge. Aber Vater, ich mache doch alles so, wie du es mir beigebracht hast. Wie ich dir das beigebracht habe? Du bist zu blöd, den Kartoffelacker zu beackern, während deine Brüder den ehrenvollsten Vaterlandstod sterben. Du bist ein Nichtsnutz, Junge. Du kannst gar nichts. Ich glaube, das entspricht einfach nicht meinen Fähigkeiten, Vater. Kannst du mir nicht etwas geben, was an meinen Fähigkeiten entspricht? Deinen Fähigkeiten, David. Ich gebe dir eine Hacke und du machst den Boden kaputt. Ich gebe dir ein Hemd und du bringst mir Lumpen zurück. Ich gebe dir Essen und das Essen ist weg. Also mein Junge, du kannst nichts, aber auch gar nichts. Aber du bist trotzdem mein Sohn. Oben liegt ein Beutel für dich bereit mit Essen drin und mit guten Speisen und Trank. Die bringst du deinen Brüdern, die im Schlachtfeld kämpfen. Jawohl, Vater. Und David? Ja? Du rührst nicht wieder alles auf. Okay, Vater. Und jetzt komm her, mein dummer Junge, lass dich drücken. Mach's gut.
glaube, da muss ich wohl noch was üben. Nee, um was geht's denn? Dieser Riese, der beste Mann der Philister, der Goliath, der hat unseren besten Mann zu einem Zweikampf herausgefordert. Ich hoffe ja, dass danach der Krieg dann endlich mal zu Ende ist. Junge, ich habe von diesem Goliath gehört, ne? Der frisst wie ein Scheunendrescher. Das ist der Wahnsinn. Nicht mal der Jan, der Koch, der kann genug kochen dafür. Das ist kein normaler Mann, würde sich diesem Titan im Kampf stellen und gewinnen. Der hat keine Chance. Hallo, ich bin David, der Sohn Judah. Wisst ihr, wo meine Brüder sind? Was du bist bunt, nicht? Die Leine. Bitte, such doch nur meine Brüder. Ja, wenn ihr Hunger habt, ich hab noch was dabei, wenn ihr was haben wollt. Du bist ein Bauer. Was will ich denn mit deinem Bauernfraß? Was ist das denn? Du, ich glaube aber, ich will schon was von deinem Essen probieren. Na gut. Wie ist dein Name noch gleich? David, ich suche nur meine Brüder. Na gut, also zu unserem Kommandanten Saul. Geht's da lang, wenn jemand weiß, mit deinem Bruder, dann frag ihn. Aber das Essen hier, ne? Bei uns, Kollege. Ah ja, okay. Vielen Dank. Ja, kein Ding. Tschüss. Jo. Und dieser Goliath will einen Kampf, Mann gegen Mann. Seid ihr Saul? Ich bin David, Sohn des Judah. Ich suche meine Brüder. Ja, so hat der Herr gesprochen. Er soll stattfinden, wenn die Sonne am höchsten steht. Und dieser Goliath will wirklich einen Kampf, Mann gegen Mann. Eins gegen eins. Oh, scheiße. Dieser Schuft. Genau, ich habe hier keinen Mann, der gegen Goliath kämpfen kann. Das ist ein Desaster. Seid ihr nun Saul? Ich bin David, Sohn des Judah. Ich suche meine Brüder. Schweig! Du hast mir gar nichts zu sagen. Was soll ich denn mit dir, du Bauernknecht? Geh zurück Kartoffeln sammeln. Ich habe hier Wichtigeres zu tun. Ihr braucht einen Kämpfer. Verschwende nicht meine Zeit. Wachen bringt ihr weg. Ich kenne jemanden, der mutig ist zu kämpfen. Wartet. Und wen willst du schon kennen? Du bist ein Bauernknecht aus... Was auf der Höhe? Er ist der geschickteste Krieger, den ich kenne. Ja, den ihr kennt, aber wen kennt ihr schon? Und außerdem hat er gegen viele Tiere gekämpft. Tja, Kaninchen und Hasen. Bären und Wölfe waren es. Und wer ist dieser Krieger? Ich bin es. Du! Ich. Und warum sollte ich das Schicksal meines gesamten Volks in deine Hände legen? Na gut, anscheinend habt ihr ja schon einen Kämpfer. Ich habe nicht erlaubt, dass du gehen darfst. Warte. Wenn ich bis morgen keinen Kämpfer finde, was... gut passieren kann, dann wirst du gegen den Mann antreten. Ihr wollt wirklich diesen Burschen gegen Goliath entsenden? Ihr seid wirklich dümmer, als ihr aussieht. Hüte deine Zunge. Und nun, geh zu deinem Herrn Goliath, sage ihm, der Kampf findet morgen statt, wenn die Sonne im Zenit steht. Eine Ewigkeit später. Er ist ein Dummschädel, er hält keine 10 Sekunden gegen ihn durch. Na, weißt du, das ist echt scheiße, weil dieses Essen, was er uns da gebracht hat, das war ja echt geil. Das ist echt traurig, dass er jetzt draufgehen muss. Du warst doch derjenige, der ihn davonjagen wollte. Du frisst doch eh alles, was dir unter den Gaumen kommt und säufst auch alles. Du verstehst doch eh nichts von der Kunst des Essens. Hör mal, Kollege, das gibt ja halt aufs Mäulchen. Deine Mama!
David. Hab Vertrauen, David. Wie ich es in dich habe. Geh zu deinem Herrn Goliath, sage ihm, der Kampf findet morgen statt, wenn die Sonne im Zenit steht. 6,5 Stunden später. Flasche. Das kann doch gar nicht sein, du musst doch betrügen, du Hexenweib. Aber, meine Herren, das ist doch nicht so, dass ich hier betrüge. Du hast heute Abend allein schon dein Gold verdreifacht, das kann nicht sein. Ja, das ist eine ganz einfache Erklärung. Das höre. Ihr seid einfach schlechte Spieler. Das wird dich deinen Kopf kosten, Weib. Du hast uns all unser Geld abgezogen. Ich werde dafür sorgen, dass du auf den Scheiterhaufen kommst. Hallo, wir kennen uns doch. Was kostet dir wenig Kopf? Guck dir das mal an, wie viel Geld sie in diesem Spiel gewonnen hat. Das war ein Würfelspiel, ein Glücksspiel und das ist garantiert Betrug. Ich und mein Freund haben all unser Geld verloren. Das. Nimm dein Schwert runter. Warum sollte ich? Du bist nur ein Bauernlümmel. Nimm sofort dein Schwert runter. Ich bin der Recke David, der morgen gegen Goliath kämpfen wird. Und außerdem, was wird wohl Saul mit dir machen, wenn er erfährt, dass du dich mir in den Weg stellst? Und außerdem, du kannst überhaupt nichts. Und nun nimm dein Schwert runter. Danke, edler Herr David, Sohn des Juda. Ich bin raus, ich gehe ins Bettchen. Woher kennst du meinen Namen? Das spielt keine Rolle. Aha. Du bist auserwählt. Nur du kannst den Titanen besiegen. In deinem Herzen ist Unsicherheit, aber sie ist nicht angebracht. David, du musst vertrauen. Vertrauen in was? In mein Schwert? Nein. Es ist Gott, der dir vertraut. Und Gott ist es, dem du vertrauen solltest. Und dir selber. Dir musst du auch vertrauen. Ach, und David, du wirst Goliath nicht mit einem Schwert besiegen können. Wer bist du überhaupt? Das ist wohl ganz kleine Spinnerin. Außerdem, wie soll er Goliath besiegen ohne sein Schwert? Also es ist ein Kampf. Also bitte. Da muss ich ihm ausnahmsweise recht geben. Du besiegst ihn nicht mit Kraft und Gewalt. Du trägst deine beste Waffe immer mit dir rum. Du triffst immer. Ich muss jetzt aber wieder los. Gott wartet. Nächsten Tag. David, altes Haus, das packst du. Wird ein guter Kampf. Mein Sohn, David, du wirst gut für deinen König Saul kämpfen, ne? Das wird super. Ich werde das schon schaffen, ich werde gewinnen. Das erwarte ich auch.
David, suche nur meine Brüder. Das war zu geil. Ich hab gedacht, hier, schnipp, da, da, da. Wer bist du überhaupt? Das spielt keine Rolle. Ja, aber kack. Was kam denn dann? Ich hab Tür. Du machst einfach A. Achso, spuckt Wasser aus. Ja, das ist kritisch. Ich hab kein Wasser. Hm? Hier steht, König spuckt Wasser aus, aber ich hab ja gar, ich kann auch gar nichts ausspucken hier mit dem Bart. Mach ein Ammo. Oh. Oh. Okay, okay. Woher weiß ich denn, welches euer fertiges Sohn jetzt nimmst du das Schwert herunter? Ja, weil er das Schwert herunternimmt. Warte, ich kenne oder verschwendet keine Zeit. Die können ihren Text warte, nicht. Ich kenne einen Kenntnis. Und ja, deswegen haben die ständig das iPad. Nee, und wir. In deinem Herz ist Unsicherheit. Hey, ist doch voll gut! Ja, deswegen war es ja so lustig. Hey, ist doch richtig gut! Ich dachte kurz so, denn nur einer von euch kann Germany's Next Top machen. Das ist der langsame Striptease, den ich je gesehen habe. Ja, das geht auch nicht. Wie viel hast du gesehen, Maus? Ja. Maus, na? Püppchen! Puppe! Du Hexenweib, du. Na, ah, komm nochmal. Jo! Ah. Oder wen kennt ihr schon? Genau. Nee. Und er maß sich mit vielen wilden Tieren und Gewand. Kaninchen und Hasen? Bären und Wölfe waren es. Hallo! Wir kennen uns doch. Woher kennst du meinen Namen? Nein. Was? Jo! Hallo, woher kennst du meinen Namen? Woher kennst du meinen Namen? Nein. Oh, mein Gott.